Da kommt. Alle kennen sie Appleboy. Und Appleboy ist auch sowas ähnliches wie Beats. Aber unser Beats ist viel, viel besser. Guten Morgen. Salve, ich grüße Sie. Mein Name Aurelius im Nachhinein. Was soll das? Und es kommt gut. Nee, bitte. So, jetzt. Die Gäste, die hier stehen. Ja, ja, Sie denken bitte an meine Sachen und vor allen Dingen an meine. Die letzten sind da, jetzt können wir abhaken. Wir waren beim Greif. Ehrlich? Jetzt soll es sein, ich wäre auch da gekommen. Moin. Moin. Bitte schön. Bitte gut an. Ja. Wir haben ja mal gepasst. Moin. Moin. Was mitgebracht hat mir das Obermoseltourist nichts zu tun. Das ist von mir so ein kleines Dankeschön. Dass Sie sich wollen von Dyrnachum ehemals die römische Stadt anschauen. Sie wissen, an der Obermosel haben wir Elblingwein. Elbling ist eine andere Rebsorte, aber ganz, ganz toll. Und Pietz gab es bei den Römern auch schon. Das war der zweite Wein, Pietzwein. Ich würde sagen, wir prosten jetzt mal gemeinsam. Prosit. Bevor wir hier hinkamen, war hier schon was. Hier waren keltische Siedlungen, keltische, waren Treverer, ein Keltenstamm, Treverer. 57 vor Christus, Eroberung dieser keltischen Gegend, ging natürlich bis nach Rast. Diese Achse nannte sich bei den Römern Cardo Maximus. Wir hatten noch eine wichtige Linie vom Amphitheater, runter zum Mosel, Decumanus Maximus. Parallel diese Hauptachsen laufen Wege so weg und so. Kurz dahinter geht noch beim Kaufland, geht nochmal so eine Straße hoch. Also hier ist Konz. Einige hier diese Straße auch kommen. Immer bis zu diesem Knotenpunkt. Also, lachen, Augen zu, vorstellen. Wir gehen jetzt hier hoch. Es war schön gestreift, schön gemacht und genau zum Nase. Du bist auf der anderen Seite. Lache mal nicht. Diese Säule wurde gefertigt vom Gymnasium, von einer Lateinklasse. Die haben im Landesmuseum ein paar Tage gearbeitet. Das heißt also, es ist nicht die einzige, wir haben noch eine Säule. Das südliche Stadttor, die Porta Media, von hier aus 6 Kilometer, ist das genau hier die Verlängerung. Sie schauen jetzt von hier aus auf diese Anlage. Können Sie es sehen? Wir kommen jetzt hier runter. Wir stehen ungefähr jetzt hier. Hier war der Springbrunnen. Ihr müsst euch vorstellen, die Wagen, die hier ankamen, mit die Gäste, die auch hier kommen, und sehen dann so eine Anlage von da, wo sie stehen. Das ist eine Wahnsinnsanlage. Liebe Gäste, wir gehen jetzt hoch. Wir schauen uns die Anlage jetzt von oben an. Bitte schön. Und der Pfarrer Fischer hat sie dann aus dem Fachgarten rausgeholt, hat sie hier hingestellt, der Kaiser Konstantin. Hier müsste stehen Kaiser Valentinian. Aber, liebe Gäste, so ist es Leben. Und wir gehen jetzt mal in diese Anlage rein. Bitte schön. Ich darf Sie bitten, Sie folgen mir unauffällig. Hier durch. Ist noch der Rest. Das war ein Kalkbad mit einem Springbrunnen. Also, das Latrineanlage, wissen Sie, was eine Latrineanlage ist? Eine römische Toilettenanlage. Und das war bei den Römern eine Freizeitgestaltung, auf die Toilette zu gehen. Darium ist nicht das Kaltbad, sondern das Warmbad. Kaldarium war hinten. Und davor war noch ein Kesselhaus, dann hing ein Kessel und das Wasser wurde dann warm gemacht. Das Wasser für die Anlage kommt oben von dem Bärensporn. Wir haben oben einen Stadtteil und lief dann oberhalb, lief das Wasser so wie so ein Kanal hier runter. Nehmen wir jetzt unser Tepidarium, unser Warmluftbad. Hier kommt es an. Und dann geht es da raus. Das war hier das Warmbad und hier war der Heizungsraum.
50 kommt sogar das hier. Und er hat hier die Geschichte, Gedichte geschrieben von der Saar. Er sah von hier aus fünf Pfeiler. Und der Stahl rostet nicht mehr weiter. Hier war ein Portikus. Und der Portikus auf dieser Seite war 54 Meter lang. Der fing da vorne an und ging bis ganz hinten hin. Steht original im Landesmuseum. Abguss, wo steht der Abguss? Wo steht der Abguss? Nee, nee, ihr seid doch Trierer. Dann so, der nächste bitte. Wenn keiner mehr kommt, dann gehen wir raus. So, ich gehe mal davon aus, dass Sie alle hier waren. Einige hatten Angst vor den Tierboys. Dann sah ja genau diese Gabel. Und hier sind an dem Strauch. Und da oben, die Kapelle, die Sie sehen, da ist die Igeler Kirche, da oben. Und da drunter ist die Igeler Säule. Und wenn der Bewuchs nicht da wäre, dann würde man die Igeler Säule von hier aus ganz toll sehen. Wir kommen jetzt hier runter, gehen hier vorne vorbei und Sie gehen dann unter eine Führung und fahren auf der neue Bahnhof gehen Sie runter durch. Geblieben, die uns zur Verfügung stand, weil ihr wollt ja jetzt nur nach Fellerich fahren. Ich möchte mich nun bei Ihnen in aller Offenheit und wirklich mit Freude möchte Ihnen danken. Einmal, dass Sie mitgegangen sind, dass Sie mir zugehört haben, dass wir so schön gelacht haben, dank Ihres Mitmachens war es so ganz toll. Und ich hoffe und wünsche, dass der eine oder andere vielleicht doch wieder sich Konz ansieht. Vielleicht bei einer anderen Führung, machen ja auch Führungen, die normal sind, ohne Toga. Oder der ein oder andere vielleicht mal in Augusta Treverorum sich mal meldet, für mitzugehen. Ich mache auch da die offiziellen Toga-Führungen. Mir persönlich nochmal zu sagen, hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen nun einen angenehmen Tag noch. Wunderschöner Tag. Der Herrgott spielt mit, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Und bleiben Sie gesund, kommen Sie wieder. Ihr Aurelius alias Heinz Fischer. Dankeschön. Stelles Interview. Komm, jetzt mach mal kein Pup, jetzt mach mal richtig. Egal, irgendwas Schönes. Interview, du musst mir eine Frage stellen. Zum heutigen Tag. Wie hat Ihnen die Führung gefallen? Haben Sie das von Konz gedacht, was wir hier an Römer erlebt haben? Ich bin überrascht. Wow. Der Sohn hat dich würdig vertreten.